Herzlich willkommen bei Feuerwehrwilli. Das bin ich. Ja, dann nehme ich Tobias jetzt auch gleich mit und würde dich nochmal ein bisschen in das Reich der Jugend entführen. Genau. Und Handschuhe gebe ich dir schon mal meine, die wirst du nachher auch noch brauchen. Was ihr jetzt in der Kamera nicht sehen könnt, Tobias und ich stehen hier, aber ich gehe jetzt mal kurz rum, hier stehen mehrere THW-Helfer. Ne? Ich will jetzt einfach sagen Kameraden, aber sind hier Helfer. Und die mit der Reihe, wer bist du denn? Ich bin Micha. Micha. Erik. Erik, den kennt ihr ja schon. Jan. Ich bin Olaf. Olaf. Erik. Erik. Jasmin. Florian. Florian hier, der ne? Silberträger, wir erinnern uns. Finn, der mir versucht hat zu zeigen, wie man das richtig macht. Der David? David, super. Du hattest vorhin gesagt, wiederhol das bitte nochmal. Ja, er wollte hier leichte Lasten bewegen, genau, oder? Wir leichte Lasten. Wollen leichte Lasten bewegen, deswegen brauchen wir ja auch hinter noch einen, der in dem Schleifkorb. Ach komm, nimm mich. Nee, okay. Also das heißt, einer geht in den Schleifkorb und dann wollt ihr mit was wollt ihr dann machen? Genau, wir haben hier einen Greifzug. Ein Greifzug? Was ist denn ein Greifzug jetzt? So, gucken wir mal. Für die, die es nicht wissen, die TH nicht so kennen. Ne? Sieht aus wie eine Munitionskiste. Also man braucht Drahtseil schon mal dafür und jetzt. Immer ein Greifzug. Ne, bewegen, steht sogar drauf. Genau. Bewegen von schweren Lasten, Fahrzeugen, irgendwelchen Trümmerteilen zur Unterstützung beim Bäumefällen, dass man in eine Richtung kippen kann. Genau. Bäume, die in irgendeine gefährliche Richtung drohen zu fallen, das ist auch für die Feuerwehr ganz interessant. Und man die umsingen muss, kann man auch mit dem Greifzug die in die Zwangsrichtung ziehen, wie man will, weil das Ding hat ganz schön Kraft. Das heißt, wir ziehen dann den zarten Willi hier einmal im Schleifkorb durch die Gegend. Also Florian mit Jasmin, Erik und Micha bereiten den Greifzug an den Baum vor, legen eine Rundschlinge an. Und der Rest der Gruppe bereitet das Stahlseil vor und bringt die Schleifkorbfrage in Position. Einmal ausführen. Und wer bringt mich in Position? Ja, du dich selber. Weißt du, da kann ich auch selber gehen. Okay, da gucken wir mal zu. Die machen nämlich die eine Seite jetzt wo fest? Am Baum, habe ich gerade gehört. Da bin ich mal ganz gespannt. Also wir jetzt hier die Rundschlinge um den Baum rum machen, weil der Befehl war ja, dass die mich von dem Baum aus quasi ziehen. Das heißt, wir machen jetzt einmal die Rundschlinge da rum. Man sieht schon die Jugend wie die Großen. So, jetzt ziehen sie das vor, sozusagen eine kleine leichte Vorspannung, das heißt, weil die haben am Ende schon am Schleifkorb schon festgemacht, da wo ich gleich reinkomme. Und hier machen sie das Ende, haben sie das Drahtseil schon mal vorgezogen. Die Rundschlinge einlegen. Genau, legen sie Rundschlinge ein. Haben jetzt hier 6 Streifen drauf, das sind 6 Tonnen, doppelt gedickt, 12 Tonnen. Reicht das für dich? Zu Null können wir noch annehmen gleich. So, offiziell wird er jetzt hier aus meiner Freundesliste gestrichen. Ich hab dich schon abonniert. Oh, scheiße. Okay, ich verzeih dir. Aber ja, 12 Tonnen sollten reichen. So, okay. Also der Willi ist ja nicht. Willi fragt jetzt erstmal nochmal nach. Ne? Wir müssen hier den Greifzug, der ist jetzt da festgemacht mit diesem Rundschling um den Baum. Als Festpunkt. Als Festpunkt. Das heißt, der Baum bleibt stehen, hoffentlich. Genau. Ja. Wenn nicht, müsste ich wirklich was machen. So. Das heißt, ihr habt das Drahtseil durchgeführt, das ist hinten am Schleifkorb dran, okay. Und dann müsst ihr jetzt hier gleich pumpen, oder wie läuft das? Da bin ich ganz gespannt. Es gibt 2 verschiedene Hebel hier drauf, die wir quasi benutzen können. Einmal, um das Seil wieder rauszugeben und hier einmal, um das Seil reinzuziehen. Ah, okay, gut. Dann lege ich mich hinten schon mal rein, bin ganz gespannt. Genau. Aber nicht zu schnell, aber bitte. Da kommt die Jugend auch nochmal, weil du musst ja eingebunden werden, damit dir nichts passiert. Und das haben wir schon das ganze Wochenende geübt. So, also bitte, ich war nett zu euch, ja? Okay, dann gucken wir uns das mal an jetzt. Jungs, ich kam hierher im Frieden und passt bitte auf das Mikro auf. Geht das? Macht oben nur locker dafür. Nicht, dass das. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Feuerwehrleute sind nicht so zärtlich. Tja. Jetzt kriege ich Ärger. Jetzt weggewuppt hier. Oh. Wir überprüfen euch aufs Zelt und reden nicht mal über ein Wasserbecken. Boah, das ist eine gute Idee. Können wir gerne gleich machen. Ist euer Rücken. Ja. Ah. Wo ich richtig zusammen? Ich will mal ruhig schön eng los jetzt. Ich spüre noch gar nichts. Okay. Ah. Ich kann die Finger noch bewegen. Ja, nicht schön. Mehr lange. Sehr schön. Super.
Seid ihr aufeinander? Ich bin dir gleich ein, das ist herrlich. Und einmal Zug. Ich schieße hier über den Boden. Wenn es schnell geht, macht nichts. Das ist natürlich vom Bewegen von schweren Lasten. Du, ich kann es froh, dass ich mich gerade nicht wehren kann. Schon bewegt werden können. Wenn irgendwas über die Feuerwehr sagen will, ist gerade günstig. Er kann nichts machen. Ah, ich trete, ich spucke. Muss ich jetzt vorstellen, dass es hier irgendwie ein 40-Tonner ist, der auf der Autobahn verunglückt ist, halb im Graben liegt. So, wenn ich hier raus bin, Alter, dann kannst du laufen. Oh, war schon ganz schön Tempo. Wichtig ist auch für den Kameramann, wenn wir jetzt hier wirklich unter irgendwelchen schweren Bedingungen arbeiten würden, zum Stahlseil, anderthalbfache Länge Sicherheitsabstand, wenn es reißt, okay, kann es nämlich umherspringen. Deswegen sind auch alle anderen aus dem Gefahrenbereich raus. Aber ich denke mal, weil wir gerade eine Federlast bewegen. Als ja, siehst du, so hast du. Leben am Limit, ne? Vielen Dank, ne? Jung. Immer die Jugend, du warst der Hauptpumper hier, danke dir. Bitte. Super. Ne, habe mich auch hier sicher gefühlt. Die Schleifspuren waren schon vorher hier auf dem Boden. Die sind nicht von mir. Sebastian, wir machen mal ganz kurz, ja, schon mal eine vorab, mal so einen Draufblick ganz kurz, was eure Autos so haben, ne? Ja, genau. Wir machen vielleicht noch mal eine separate Fahrzeugkunde. Gerne. Das nochmal aufmachen, aber das ist jetzt was für ein Fahrzeug? Das ist unser Gerätekraftwagen 1, also kurz GKW 1. GKW 1. Das Spiel hat immer noch GKW 1 heißen. Das heißt, das ist quasi das Multitool, also das deutsche Taschenmesser, nicht das Schweizer, sondern das deutsche Taschenmesser, was das THW einsetzt und in allen 668 Ortsverbänden vor Ort integriert hat. Das ist in der Bergungsgruppe, also früher mal erste Bergung, ne? Gerade wer noch nie umgestellt hat im Rahmenkonzept, da heißt es noch erste Bergung. Bei uns heißt es Bergungsgruppe mittlerweile. Dort ist quasi alles für den Erstangriff erstmal drin. Ja, das heißt, wir können so ziemlich alle Erste-Hilfemaßnahmen erstmal einleiten, ja, bevor okay, die weiteren Fachgruppen bei uns dann andocken. Deshalb Schweizer Taschenmesser, ja, wir können erstmal alles bedienen. Du siehst also hier vorne sind wir hydraulisch schon mal gut aufgestellt, Schere, Spreizer können wir, aber du siehst dann jetzt auch gleich weiter bei der Motorsäge, das heißt also, auch Holzarbeiten sind uns nicht fremd. Ja? Ja. Dann geht's dann. Also ganz ehrlich, das Sägen habe ich beim THW damals gelernt, weil da waren wirklich viel. Die ganzen Konstruktionen damals, Böcke bauen und was weiß ich, das war ja immer Kettensäge und das war wirklich sehr interessant. Ja, genau, da sind wir auch. Aber ich sehe gerade hier, ne? Dabei. Feuerwehrleute, was ist das? Ne? Ja, zum Glück steht es auch drauf. Ne? Genau, Acetylen, also das heißt, wir können auch Brennschneiden. Brennschneiden, ja, genau. Für die unterschiedlichsten Gefahrensituationen, die es gibt. Du siehst hier vorne auch Gesteinsbearbeitung, Erheben von schweren Lasten ist uns auch nicht fremd. Das heißt, an Hüftklasse hast du dann hier entsprechend aufverlastet, um halt das Fahrzeug, wo jemand untergeklemmt ist oder ähnliches, nochmal anzuheben und dann zu unterbauen, um entsprechend auch einfach oder schwere Steine, die auf etwas draufgefallen sind, einfach höher zu kriegen und die Last dort unter wegzuziehen. Klar, klar. Okay, also genau. GKW 1. So. Ja, und dann auf der anderen Seite geht es dann natürlich gleich weiter. Hier vorne Seilwinde. Oh. Das heißt, wir können auch mehrere Lasten rausziehen, oh, wie Mensch, du hier schon gesehen hast. Mit Werkbank. Ja, selbstverständlich. Das heißt, hier vorne dann auch Holzbearbeitung, Gesteinsbearbeitung weiter drin. Beleuchtung. Ja, ich sagte, wir sind am ersten Einsatz erstmal da. Wir können erstmal aufbauen. Die erste Bergung guckt schon mal. Muss etwas in Sachen Bergung gemacht werden. Können dann auch schon mal die Einsatzstellen ausleuchten. Ne? Stative, da haben wir Feuerwehr, THW, da sind wir uns immer nicht so einig, was so bedeutet. Wir hätten gerne mal einen Lichtmast. Ja, ja, genau. Bei uns sind Lichtmasten auf Anhängern, ne? Mit eigenem Stromaggregat. Ja? Wenn man zwei davon haben möchte, immer groß. Genau, wird das ein bisschen mehr. Also das ist dann ein Stativ, da, das meint ihr meistens mal so als Lichtmast, habe ich jetzt gelernt. können wir auch. Denken Sie groß, übernehmen Sie die Show. wir helfen euch da also gerne. Wir müssen mal ein Wording finden. Ja. Dann AGT, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ne? Macht ihr auch, genau. Macht ihr es noch in Ronnenberg? Machen wir auch in Ronnenberg. Das hat sich jetzt weiter nach Bad Nenndorf verlagert, in unsere Ausbildungsstätte. Aber Ronnenberg ist auch noch federführend immer dabei. Cool. Was die Fortführung auch ABC, also CBRN angeht, da sind wir ja alle gerade noch so ein bisschen im Aufbau. Das THW reformiert sich da in Teilen noch. Ne, also diese Auszüge hier, das ist schon ein bisschen so Transformer-mäßig. Ne? Finde ich schon schön. Ziehst du raus? Ja, man sieht hier schon viel auch zum Baustein, Unterbau. Das heißt dann, ne, wirklich da ordinäre Bergungsarbeit, Absicherung kann hier getrieben werden. Der Steifkorb wohnt da eigentlich. Da bist du ja gerade noch mit unterwegs gewesen. Lang geschossen. Ja, schön. Genau. Einzelne Holzteile, Rettungstrage haben wir natürlich auch. Also alles hier entsprechend vertreten. Wie gesagt, als erstes mit vor Ort meistens.
und kann dann erstmal die erste Hilfe leisten, bevor dann die weiteren Gruppen nachgefordert werden. Ja. Und dann hier die Dekonschleuse, ne? Dann oh, mit Sonder. Das ist schön. Jasmin war das? Ja, richtig. Komm, Jasmin, ganz kurz unvorbereitet. Du bist ja beim THW hier, also erstmal, was ich auch sehe, ne? Die haben ja Funk hier im Helm. Das heißt, wenn er was funkt, gehört das jeder im Helm mit. Das will ich bei der Feuerwehr bitte auch haben. So, du bist jetzt eine Dame beim THW. Ist das bei euch öfter? Seid ihr mehrere Frauen, oder? Ja, sind wir. Ja, haben okay. Damen, die als Helferin im THW die Funktion haben. Cool. Das heißt also, auch die Mädels in Wunstorf können ja einfach mal vorbeikommen? Ja, natürlich. Wann macht ihr so immer so Dienst? Dienst ist aktuell immer jede zweite Woche mittwochs, wo jeder kommen kann, das mal anschauen kann, gucken kann, ob ihm das gefällt. Also das ist jetzt nicht vorbereitet, ne? Jasmin stand jetzt hier gerade rum und hat gesagt, was willst du denn jetzt von mir? Und ich habe natürlich eine Ausrede gesucht, sie anzusprechen. Ja. Nein, aber also ich will es mal vorschlagen. Wenn ihr zum THW mal gucken wollt und ihr seid ein Mädel oder ein Mädchen, wahrscheinlich eine Jugend oder so, kommt ihr einfach mal zu Jasmin. Ich hoffe, ich trete jetzt keiner auf die Füße. Nein, alles aber gut. Jasmin einfach mal suchen, fragt ihr nach Jasmin. Und die wird euch dann da den richtigen Leuten vorstellen und euch in Empfang nehmen, okay? Machen jawohl, wir so? Machen gut. Wir so. Ja, ist auch ganz gut. In der Bergungsgruppe sind sie nämlich auch schon zu zweit mit den Damen. Ja, also wir haben da durchaus vielleicht auch überrepräsentativ viele Damen bei uns im Ortsverband. Okay. Also es gibt nichts, was einen begrenzt. Es gibt bei uns kein Alter, ist kein Hindernis, Beruf ist kein Hindernis und Geschlecht ist auch kein Hindernis. Also super. Du kannst einfach kommen und wir gucken dann, wo du am besten reinpassen könntest. In welche Gruppe, in welchen Teil des Ortsverbandes. Du bist immer gerne willkommen. Und ich bin hier zwischen und wie gesagt, ich kann nur sagen, also rein kameradschaftlich. Sagt ihr auch kameradschaftlich untereinander oder was ist bei euch das Wort? Ja. Oder helferlich? Nee, wir sind Kameraden. Okay. Also rein kameradschaftlich. Heißt Glück auf bei uns, aber wir sind Kameraden. Oh, heißt es Glück auf bei euch? Glück auf. Schön. Also ich kann nur sagen, also hier wird er bestimmt Spaß haben. Die Kameraden sind sehr sympathisch, kann ich mal so sagen. Also die jetzt so alle hilfsbereit, nett, einfach mal herkommen. Und für die, die sich nicht trauen, wäre Sebastian zum einen. Ich sage jetzt einfach mal so. Habt einen festen Ansprechpartner Sebastian bei den Jungs. Wo bestimmt noch ein paar Mädels geben, die dich ansprechen wollen. Und Jasmin ist dann auch die gute Seele, die ihr ansprechen könnt. Die habe ich jetzt einfach auserkoren, weil ich gesagt habe, die macht das jetzt. Ne? Dann habt ihr einen festen Ansprechpartner beim THW in Wunstorf. Das ist beim Bahnhof da direkt in der Nähe. Genau, ne? Genau. Okay, schön. Kann ich nur empfehlen. Und wenn ihr gar nicht traut, dann schreibt er mir eine Nachricht. Dann komme ich mit euch und nehme mich an der Hand. Kein Problem. Sehr schön. Also ich merke schon, THW macht immer alles ein bisschen größer, ne? Ja, wir werden am meisten mal bei den größeren Einsätzen geholt. Und dann brauchen wir halt auch mal so ein bisschen größeres Material. Also ihr liebt auch so ein bisschen durch den Auftritt. Achtung, wir sind jetzt da. Wir sind schon ganz schöne Kracher hier, muss ich schon sagen. Du bist hier der Wasserchef? Genau. Nein, ich bin nicht der Wasserchef. Ich bin der Truppführer von der Fachgruppe Wasserschadenpumpen. Ja. Ja, was machen wir? Wir sind immer dann da, wenn die Feuerwehr nicht mehr weiterkommt oder Unterstützung braucht. Dann habt ihr gar keine Aufgabe. Nein, also, halt wir wissen ja, wie das gemeint ist. Genau, in Großschadenslagen, letzte Situation war bei uns jetzt Meppen. Ja. Ist vielleicht bekannt, hatte die Bundeswehr ein Problem. Da waren wir knapp 3 Wochen, bin ich ein bisschen mehr im Einsatz mit unserer Großpumpe, die ist jetzt hier nicht da. Und haben 5000 Liter in einer Minute permanent ins Moor gepumpt. Okay, das heißt, die Feuerwehr hat das Wasser vorne abgegeben und die haben sich darum gekümmert, dass wir hinten auch Wasser immer nachkriegen. Genau. Wir haben immer Wasser reingefördert, hatten zwischendurch große Becken aufgebaut, so ähnlich wie das. Ja. Da hat die, nur ein bisschen größer, und da hat die Feuerwehr gleichzeitig noch rausgezogen und wir haben immer weiter noch tiefer ins Moor reingefördert. Super, schön. Ansonsten können wir vom OV Wunstorf, wenn wir ausrücken, 23.000 Liter die Minute. Mit okay. Großpumpe und normaler Elektropumpe, so welchen wie hier. Die schaffen etwas mehr als 2000 Liter die Minute, die Pumpe. Ja. Und welche, die wir hinten in dem Wagen haben. Aber das ist mehr für so einen Lenzbetrieb eigentlich, ne? Oder? Genau, die wird so, wie sie ist, außer der Stromkasten, wird sie komplett ins Wasser reingeschmissen. Ich meine, Lenzbetrieb macht halt keinen Druck groß, ne? Oder? Kein Ausgangsdruck. Genau, also. Also egal, welches System wir bei uns fahren, bei unserer Großpumpe maximal 2,5 Bar, dann ist vorbei. Dann hört es bei uns auf. Genau, also das sind eigentlich klassisch, sagen wir eigentlich mehr Lenzpumpen, weil die halt eher nur zum reinen Wassermengenfördern gedacht sind und nicht für einen Druck, für einen Strahlrohr, was mit 7 Bar fährst oder sowas. Ne? Ja, okay, interessant. Schön. Dann würde ich sagen, vielen Dank erstmal dafür. War eine interessante Rundführung und schade, dass man nicht alles gleichzeitig machen kann. Sebastian, erstmal nochmal schönen Dank für die Rundführung. Super interessante Sachen. Tolle Sachen habt ihr aufgebaut und viele Mitmachspiele. Also finde ich sehr sympathisch. Also das finde ich total klasse und eine super fähige Truppe. Und du bist ja der stellvertretende Ortsbeauftragte. Genau. Das ist wie bei uns Ortsheimmeister, glaube ich, ne? Ungefähr, naja, ein bisschen höher schon. Genau, also das, der Ortsbeauftragte. Das ist der Ortsbeauftragte. Quasi Ortsbrandmeister und ich bin quasi derjenige, der in die Verwaltung einzählt. Also das ist der Ortsbeauftragte. Also Wolfgang. Genau. Also ja, starke Truppe. Finde ich toll. Also
Man merkt das, straff geführt. Nein, ganz sympathisch. Total. Ich bin auch stolz darauf, ja, solche Truppe zu haben, die auch einiges leisten kann und auch schön ausgebildet ist. Ist wirklich top. Also man merkt, alle packen an, alle haben Lust. Ne, das ist schön. Also es fängt ja am Kopf an und das scheint bei euch zu stimmen. Also dafür erstmal ein großes Lob, wirklich. Wenn jetzt jemand mitmachen möchte beim THW, man weiß ja, das ist ja ehrenamtlich auch, was ihr macht, ne? Bei uns ist alles ehrenamtlich, ja. Auch wir sind auch ehrenamtlich, die Leitung. Und wer mitmachen will, jederzeit gerne, auch jeder, von jung bis alt. Und kann sich gerne am Mittwoch in der Bahnhofstraße 83 von 19 bis 21 Uhr einfinden. Super. Der kriegt eine Information noch, wie das THW funktioniert. Und wer Interesse hat, kann gerne kommen. Genau, da kannst du auch vielleicht nochmal einen Dienst reinschnuppern. Wir haben alle 14 Tage haben wir feste Dienste. Ja. Da kann man dann mehrere Sachen nochmal sich angucken. Da können wir dich auch gerne nochmal begrüßen. Du hast ja heute nochmal einen kleinen Teil gesehen. Bist ich habe wieder Blut geleckt. Genau. Ja. Nochmal zu gucken, was gibt es noch weiteres in Wunsdorf. Ja. Wobei wir natürlich immer nur einen Teil des THWs abbilden können. Und wenn die Jugend Interesse hat, dann kann sie auch gerne freitags mal reingucken, zwischen 17 und 19 Uhr. Freitag. Am besten jeden Freitag? Nicht jeden Freitag, deshalb empfiehlt sich immer, bei uns auf der Webseite nachzugucken. Okay. Wir haben alle zwei Wochen Freitag. Die blende ich mal ganz kurz hier ein für euch. Extra für die Jugend gibt es gleich vorne den Dienstplan, damit man nochmal gucken kann, wenn man das nächste Mal dabei sein soll. Okay, super. Also egal ob jung, alt, junge Mädchen, Mann, Frau, talentiert oder nicht, ob Bürokaufmann, Handwerker, egal, ihr macht das alle ehrenamtlich, es ist kein bezahlter Beruf. Ihr macht das mal in eurer Freizeit, wie Feuerwehr meistens auch. Genau. Also kann man einfach kommen, man kann nichts falsch machen. Ja. Genau. Ne, ihr habt Ansprechpartner, habt ein paar gesehen. Ne, und einfach herkommen und ganz entspannt. Also Jugend, wir blenden das hier nochmal ein. Und mittwochs sind die Aktiven am Arbeiten. Ja. Also ich finde das super. Also könnt ihr mir glauben, ich fühle mich hier wirklich wohl. Ich hoffe, ihr könnt das bestätigen, wenn ihr mal hingeht. Einfach mal gucken und einfach versuchen, hinterher zu sagen, man gut, dass ich da war. Ne? Gut. Genau. Alles ja, klar. Schönen Dank. Wir freuen uns, dich wieder begrüßen zu können. Ja, gerne. Alles vielen klar. Dank, Wolfgang. Ja. Und wie gesagt, ganz toll. Und für euch nochmal einen kleinen Werbefilm von unserer Seite her. Da kannst du nochmal alles nachgucken und schauen. Cool. Alles ein Werbefilm vom THW? Vom Ortsverband Wunsdorf. Habt ihr den selber gemacht? Haben wir selber gemacht. Ja. Finde ich ja stark. Finde ich toll, dass sie das machen. Na, also gleich nochmal für den obersten Chef nochmal einen Daumen hinterher. Finde ich gut, so eine Aktion. Ja, super. Guck ich mir an. Beim nächsten Mal genau sehen wir es, dann zeigen wir dir das. Alles klar. Okay. Dankeschön. Das freut mich aber. Ich bin ein bisschen gerührt. Dankeschön. Gerne. So, wir beide gehen noch ein Eis essen. Machen wir. Aber ich muss mit der Jugend gehen. Ich muss sagen, es gibt unangenehmere Stellerungen heute. Stellerung. Not good. Das Beste, dass ich drauf liege, weiß nicht. Das passt. Sonst liegt es ein bisschen höher oder so. Liegt es mir über den Mund. Halte ich die Klappe. Ja, zieh mal ein bisschen. Ja. So richtig mögen tut er mich nicht, ne? Ja. Feuerwehr drauf. Zieh zu, die Ratte! Das ist so schön. Die tauschen gerade den Mann. Ich weiß auch nicht, der hat wahrscheinlich Tennisarm wegen mir. Ja, aber es ist schon, wenn man überlegt, wenn das jetzt wirklich ein LKW ist in der Geschwindigkeit, ist es schon ganz ordentlich. So ein blöder Greifzug, ne? Ist schon mächtig. Ich sag mal tschüss, ne? Bis dann, macht's gut. Euer Feuerwilli. Cooler Abfall, ne? Ich seh nix! Gut, dann greif mich an.